Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Quest Elder Scrolls Online. Hier ist euer Spooky und heute machen wir mal nicht direkt eine Quest. Es ist auch eine Quest, wir haben eine Quest dazu, aber wir machen hier, wie heißt sie, die Flutwassergrube. Das sind so Dungeons, die im Spiel auch wiedergeben. Das heißt, die Dungeons sind gecleared, wenn der Bossgegner besiegt ist. Und ich glaube auch, bis jetzt war in jedem Dungeon eine Himmelsscherbe versteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dazu gehört, um sie zu clearen. Also, die wird ja schwarz angezeigt auf der Karte, wenn ich jetzt hier rauszoome. Das ist schwarz hier, die Dungeons, so, das ist das Symbol dafür. Man sieht es jetzt schlecht, weil ich drauf bin. Das hier ist das Symbol, die Fackel. Und wenn man es so gecleared hat, dann wird sie weiß. Und man kriegt auch eine Meldung. Die Spinnen sind auch schon Level 10. Salatkorb, Blattgemüse. Also ich kann doch mal wieder ein bisschen Zeug mitholen für Versorgung. Da will ich ja auch immer ein bisschen was machen neben meiner Alchemie. Ich mache alles ein bisschen, aber ich lege die Fähigkeitspunkte hauptsächlich auf Chemie, Alchemie. Ja, holen wir jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Aber das haben wir genug. Brauche ich jetzt nicht das Inventar zuzumüllen, weil das liegt nämlich auf der Bank, das Zeug. Ja. So ist das. Alles voll mit Spinnen. Ey. Bleib sie. Ey. Wollte schon gerade sagen, wenn du nicht willst, musst du dich auch nicht unbedingt töten. Gucken, was wir hier so finden, eventuell. Hier haben wir eine Feuerstelle. Nee. Kann man nicht nutzen, die Feuerstelle. Aber Äpfel, das ist cool. Ich kann mir nicht. Bratäpfel, habe ich ein Rezept. So, mal gucken hier. Ah, da hinten sehe ich schon die Himmelsscherbe. Ach, das ist ja auch nur ein kleiner Dungeon. Alles klar, den kriegen wir durch. Ich hoffe nur. Schröder? Das hier ist doch. Ach, ich kann auch mal nicht anwenden. Zack. Ahorn Blitzstab. Ist immer gut zum Verwerten, so ein Zeug. Zum Caster-Noob. Mist. Oh, Mist. Jetzt bin ich runtergefallen. Natürlich nur Spaß. So. Hier. Himmelsscherbe. Liebe Freunde. Ich glaube, das müsste sogar die dritte sein. Kriegen wir hier einen Fertigkeitenpunkt. Ja. So, hier ist das Ding. In der Flutwassergrube. Ich will auch. Ich habe mehrere. Entdeckt mehrere Himmelsscherben und habe da immer einen kleinen Miniclip aufgenommen. Ich will da vielleicht so einen kleinen Guide zusammen schnippeln, wenn ja, wenn ich da mehrere davon entdeckt habe. Mal gucken, ob sich das machen lässt. Wäre geil, finde ich. So, ja, hier rum, dann sind wir ja eigentlich schon wieder am Anfang. Letzten Endes. Hier muss aber irgendwo auch noch eine Quest sein, die habe ich gar nicht gesehen. Oder das hier ist eine andere Etage. Das sucht die Senke, die Wahrheit über Spinnen. Die falsche Spinne gerade getroffen. Benötigt einen geeigneten und leeren Seelenstein. Ich habe irgendwelche Seelensteine, aber anscheinend sind dann die Seelen der Spinnen zu mächtig. Ist egal, man kann trotzdem die Seelenfalle drauf anwenden. Hier auch drauf wieder mal. Sehr nice. Was denn hier? Hier müsste dann irgendwo der Questgeber eigentlich sein, ne? Was haben wir hier? Schattenseiteverwüster, was denn das, Alter? Wow! Ey, das ist meine Attacke, nur der kann die irgendwie schneller machen als ich. Verbrennen. Ausgeschissen. Oh! Hier ist auch der Boss, glaube ich, hier von.
ich habe jetzt hier mal meine Special-Attacke hingelegt. Ja, abgeschlossen die Flutwassergrube. Ihr seht, sie haben sie abgeschlossen. Ja, hab jetzt nichts Besonderes gegeben, aber dann kriegt man auch immer diese Errungenschaft. Noch keinen Sinn. Den habe ich auch genug auf der Bank. Brauchen wir auch nicht. Rosa habe ich keine. Okay, dann holen wir die mal mit. Können wir wieder neue Sachen basteln. Ah, Zitrone hätte ich jetzt brauchen auch nicht mitzuholen. Äpfel habe ich im Inventar. Kann man immer mitholen. Dann, ja, Melone holen wir auch mal noch mit. Ja, wie gesagt, ich will auch ein bisschen auf Versorgung gehen. Neben der Alchemie. Ah, da oben haben wir das Questziel. Oder beziehungsweise eine neue Quest, ne? Nicht dem Standard entsprechende Techniken. Ja, ich lese das jetzt nicht durch. Keinen Bock drauf. Das sieht sich immer in dem Spiel so ewig, wenn man alles liest. Ach so, aber da ist hier noch was in der Höhle. Da ist ja hier noch eine Quest. Die machen wir jetzt einfach mal. Oder ist die nicht in der Höhle? Doch, da hinten. Ne, da hinten. Ne, ist nur draußen eine Quest. Vielleicht war das aber auch das Questziel, wo ich von draußen bekommen habe. Das Druckbild des Todes. Das müssen wir mal erholen, das Buch. Das ist bestimmt ja ein neues Buch entdeckt. Die sind sogar in einer extra Sammlung, diese Bücher. Ich weiß nicht genau, ob wenn man die sich durchliest, vielleicht irgendwelche Informationen auf eine geheime Questline oder so bekommt. Das war ja durchaus in Oblivion und Skyrim so. Skyrim weiß ich jetzt gar nicht, aber ich meine, da war es auch so. Da gab es auch so Unique Quests quasi. Ja doch, ich müsste jetzt lügen, aber für den schwarzen Seelenstein zum Beispiel zu bekommen, das war ja auch so ein Unique Item. Dafür musste man, glaube ich, auch eine geheime Quest machen und da gab es Infos durch die Bücher bekam man da, glaube ich, auch ein paar Infos. Aber wir wählen den kurzen Weg. Was war denn das hier? Achso, das ist ein Online-Spieler. Ich dachte ja, rote Eigennamen. Nein, hier ist ja keine andere Quest mehr eingezeichnet. Nö. Da gehen wir draußen die Quest abschließen und dann ist das letzte Quest auch wieder zu Ende. Hat ja wieder prima gepasst. Ich kann ja nur maximal 15 Minuten aufnehmen. Und deswegen lohnt es sich dann nicht, noch eine weitere Quest zu machen. Ja. Was soll ich sagen? Das Spiel habe ich jetzt 9 Tage und musste dreimal ein 15,8 GB Update laden. Das dauert bei mir 20 Stunden ungefähr. Das hat mich schon ein bisschen sauer gemacht und ich habe schon überlegt, das Spiel aus dem Fenster zu schmeißen, ganz ehrlich. Aber es macht eben auch wirklich viel Bock. Ist ein gutes Spiel, aber das mit den Updates, das können sie echt nicht bringen. Vor allem ist es dreimal das gleiche Update gewesen. Ne? Einmal ist es das Problem, muss man ja Day One Patch von 15 GB. Beim zweiten Mal war es dann anscheinend ein Fehler von der PlayStation, weil das Update einfach gelöscht hat. Das natürlich samstags und ich konnte den ganzen Samstag, fast den ganzen Samstag nicht zocken. Das ist natürlich schon mies. Wenn man sich samstags mal freut, wenn man mal die Zeit hat, mal ein bisschen zu zocken. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ja, dann. Das ist natürlich umso mieser, wenn es dann nicht funktioniert. So, irgendwas. Ah, Schlammkrabbenfleisch soll ich sammeln. Das ist nämlich ein Quest hier. Was soll man noch? Fett sammelt etwas Aschenschliff. Okay, aber auf jeden Fall haben wir das mal geklärt. Schon ein bisschen was fürs nächste Quest gemacht. Ja, dann freut man sich wirklich, samstags mal spielen zu können und geht da nicht. Ich habe eben nicht die beste Internetleitung, aber selbst bei den Leuten mit guten Internetleitungen muss es ja ziemlich ärgerlich gewesen sein, weil, weil so viele Leute dann eben auch das Update geladen haben und die Server hier nicht mitgemacht. So, und beim zweiten Mal, wie gesagt, da hat die PlayStation mir einfach das Ding gelöscht. Das war verdammt mies. Und, ja, beim dritten Mal war es jetzt wieder der gleiche Patch, weil die haben einen neuen Patch rausgebracht. Der ist so circa 500 Megabyte groß. Aber wir hatten hier einen Patch von wieder den vollen Patch, weil wir nämlich den ursprünglichen Patch auch mitladen müssten. Ah, ihr seid zurück. Entschuldigt diese gerissenen.
Ja, die Wahrheit über Spinnen haben wir abgeschlossen. Ah, und das ist natürlich, da kommt natürlich Freude auf, ne? Wir können mal gerade noch schnell hier hinten zu dem Bossgegner gehen. Die haben ja auch des Öfteren mal Unique-Items. Ich hoffe, das reicht noch von der Zeit. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir ihn packen. Das letzte Mal bin ich kläglich gescheitert, als ich bei dem war, weil der gar nicht so ohne ist. Und ich auch noch nicht so die Attacken habe, wie ich so gerne hätte. Da ist er. Blaukrallenmatrone. Vor allem die trifft einfach auf einen Kilometer entfernt. Ja, da habe ich keine Chance. Jupp. Danke. Alter, das Ding ist so ekelhaft. Das ist auch nur ein Level 10er Gegner, aber ey. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich hier ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Quest in Elder Scrolls Online. Und ich würde sagen, ciao, ciao.